Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sondersendung Schrank TV in dieser Woche. Es gibt ein Ereignis, dass ein junger YouTuber wie Phönix aus der Asche gerade erscheint, namens Rezzo. Alle reden über diesen Mann. Die Zerstörung der CDU ist sein Video. Hieß sein Video 7,5 Millionen Aufrufe. Wahnsinn! Und alle huldigen diesen Mann als neuen Messias. Was die meisten natürlich dabei übersehen, das ist so, ist ähnlich wie in unserer Jugendzeit, wo wir irgendwelche Stars hatten, denen wir hinterhergerannt sind und wir geglaubt haben, die haben wirklich den Song selbst geschrieben. Und das ist meist nicht der Fall, weil hinter denen ganz andere Leute stecken, nämlich Manager. Und das hat nicht mit irgendeiner Verschwörungstheorie zu tun. Selbst der große Revolutionär Jimi Hendrix, der hat nicht einfach just for fun einfach seine Gitarren immer zerkloppt. Könnt ihr ganz gerne mal googeln, sondern sein Manager hat ihm gesagt, er soll das machen. Er wollte das nämlich gar nicht machen. Was hat es jetzt mit diesem jungen Mann auf sich? Ganz einfach. Wir sind im Redaktionsteam bei uns reingegangen, Freitag, und haben gesagt, was wir da gefunden haben, das ist ja wie eine Bombe, wo die meisten Leute natürlich gar nicht wissen und keiner redet über diese Dinge. Und ihr, meine lieben Zuschauer, habt aber den Anspruch, die Meldung hinter der Meldung zu erfahren. Was will ich damit sagen? Nach außen sieht es ja so aus, dass da ein YouTuber ist, der alleine auf die Idee kommt, macht mal Videos just for fun. Und dass selbst in der Schule meiner Kinder gestern alle per Pflicht sich dieses YouTube-Video ansehen mussten von diesem jungen Mann. So, wenn wir aber auf seinen Kanal gehen und jetzt wird's spannend und anklicken bei Impressum, was kommt denn da? Da kommt auf einmal Tube One. Oh, wer ist ein Tube One? Tube One managt ihn. Oh, er ist also nicht alleine? Komisch. Und ist jetzt Tube One auch wie so eine kleine Klitsche? Nein, nein. Das ist eine Riesenfirma. Und diese schreibt selber auf ihrer Seite, können wir mal kurz einblenden auch. Tube One kreiert Social Influencer Kampagnen crossmedial. Nett, ne? Also im großen Stil hängt er zusammen mit einer großen, sagen wir, Werbefirma. Und diese Firma, wenn wir weiter einsteigen und sagen, na, wer ist denn jetzt Tube One? Da ist auch noch nicht Ende der Fahnenstange, weil Tube One gehört zu Ströber. Oh, wer ist Ströber? Wenn ihr mal durch Deutschland fahrt und guckt, ist die riesengroßen Plakate an, die an jeder Ecke hängen, ist der absolute Marktführer, der größte Anbieter für Außenwerbung. Und wenn wir bei denen auf die Seite schauen, dann können wir auf einmal feststellen, die nutzen sogar Rezzo, den Superstar Rezzo, als einen ihrer Testimonien. Blenden sie ihn ein. Jetzt schauen wir uns mal das Video mal ein bisschen genauer an und stellen auf einmal fest, oh, der Super Rezzo hat mal ganz locker 13 Seiten Quellenangaben reingebracht. Das heißt 250 Quellen. Und wie ihr wisst, ich habe diverse Bücher geschrieben, drehe selber Videos, ich weiß, was das bedeutet. Und ich kann euch nur eins sagen, das macht man nicht so im Nebenbei-Vorbeigehen, sondern das ist eine groß angelegte, intensiv durchgedachte Kampagne. Und da stellt sich wiederum die Frage in Zeiten, wo Fritz Cola, wo Ben & Jerry's Eis, oder anders ausgedrückt, mir fallen gar keine Namen mehr von großen Unternehmen eigentlich ein, die nicht systemtreu agieren und sagen, Europa ist bunt, wir müssen gegen Nazis dringend was machen. Ich sage nicht, weiß ich nicht, kenne die Firma nicht, Ströber, keine Ahnung. Fakt ist aber eins, dass diese Firma auch im Mainstream aktuell und überhaupt unterwegs ist. Und da kommt also ein junger YouTuber her, kurz vor der Wahl, und alle diskutieren und Tagesthemen und überall, er soll jetzt in Talkshows rein. Ja, aber was steckt dahinter? Was macht er denn eigentlich? Ist ja ganz simpel. Er stellt eins jedenfalls nicht, das System in Frage. Sondern, wenn wir uns das mal genauer angucken, jeder Jugendliche, kennt ihr alles aus eurer Jugendzeit, hat in sich drin natürlich dieses Revolutionäres. Normal, gegen die Eltern, gegen das System. Völlig normal. Ist auch legitim. Kein Problem. Aber hier ist es sehr clever gemacht. Sondern man nimmt diesen Zaun, der uns ohnehin umgibt, und die Wahlschafe, die ohnehin alle 4 Jahre die Möglichkeit haben, die Farbe des Zaunes zu bestimmen, der sie umgibt, das stellt man natürlich nicht in Frage, sondern man entspricht dem gesellschaftlichen Narrativ. Das hat mit Revolutionär überhaupt gar nichts zu tun, sondern das ist sogar Manipulation auf höchster Ebene, was dort abläuft. Wenn man also sagt, CDU quasi ist das Letzte, SPD auch und AfD sowieso würde gar nicht wählen, und da stellt sich ja die Frage,
so viel bleibt da gar nicht mehr übrig. Und tendenziell könnte man auch denken, da bleibt eigentlich nur noch die Grüne Partei übrig oder jemand anders. Und wenn man sich überlegt, wie gesagt, das hat überhaupt gar nichts, nicht annähernd, mit irgendwelchen revolutionären Sachen zu tun, weil das System an sich wird weder in Frage gestellt, sondern man gibt den Leuten so noch das Gefühl und sagt, hey, du bist wichtig, die anderen sind die Bösen, ist ja relativ einfach, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, aber ich gebe euch eine Lösung. Wenn er gesagt hat, geht nicht wählen, weil es ist gar keine Europawahl, es ist eine EU-Wahl als Beispiel. Und wenn er sagen würde, das ist eine Farce, was dort abläuft, die nicht gewählte Regierung namens EU-Kommission, Juncker haben wir im letzten Video eingeblendet, entscheidet ja selber, wer EU-Kommissar wird. Das heißt, die Parlamentsfüllmasse dort, die gewählt wird, hat überhaupt gar nichts zu entscheiden. Aber nein, das wird natürlich nicht in Frage gestellt. Und alle machen mit, wie der neueste Werbeclip von Thalia. Schaut euch den mal an, eine Minute, ist unbeschreiblich. Ich habe gedacht, das ist Werbung für irgendein Auto, Mercedes, Porsche, wie auch immer. Richtig viel Geld in die Hand genommen, wo wir bei dem Thema Werbe- und Marketingagenturen sind. Europa ist bunt. Dann werden zwei lesbische Frauen gezeigt, die sich küssen. Wir müssen alles verhindern. Wir müssen alles verhindern, dass die Nazis an die Macht kommen. Interessant ist aber in der Polarität, hell, dunkel, Mann, Frau, es gibt immer zwei Seiten. Keiner stellt sich die Frage, ohne überhaupt, und ihr wisst, ich gehe nicht wählen, überhaupt den roten Teppich für irgendwelche Rechtskonservativen auszulegen. Aber Fakt ist eins, warum ist dann ein Interesse von den Leuten überhaupt dafür da? Warum und warum muss ich es verhindern? Weil anscheinend die Politiker seit Jahren die Menschen belügen und jetzt merken es immer mehr, die wachen auf und am Sonntag ist die Wahl. Und wenn ihr wählen geht, dann geht wählen. Aber lasst euch doch bitte nicht von so einem YouTuber wie so einem Retzo irgendwas erzählen und fangt auch an, ihr die Eltern unter euch, dass eure Kinder nicht indoktriniert werden in der Schule. Das läuft dort nämlich ab. Sprecht doch mal mit den Lehrern. Gebt dieses Video von uns mal weiter. Teilt es. Obwohl ich weiß, dass unser Kanal manipuliert wird von YouTube, gedrosselt wird, dass die Glocke nicht angeht bei den Leuten, die Abos nicht, die Abos teilweise gelöscht werden. Teilt es, so wie man das damals gemacht hat, wenn man Flugblätter verteilt. Gibt die Botschaft, die Message weiter. Was steckt wirklich hinter diesem Rezzo? Ist ja nicht schlimm, ich hab nichts gegen den jungen Mann. Aber das müssen wir uns einfach mal merken. Immer nachfragen, was ich immer sage. Frage dich oder frage ihn, wer ihn zum König gemacht hat. Und dann sage ich dir, was er für ein König ist. Und wir reden über die Königsmacher. Und ihr fangt bitte an, in Zukunft die Dinge endlich mal zu überprüfen, zu hinterfragen. Bis zur nächsten Sendung, nächste Woche Montag. Euer Heiko Schrank, und denkt immer daran, nur wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle, denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Euer Heiko Schrank.